Bei einem israelischen Luftangriff auf die im Süden des Gazastreifens gelegene Stadt Khan Yunis sind nach palästinensischen Angaben am Dienstag mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen, das von der Hamas kontrolliert wird, hat seit Kriegsbeginn vor knapp 5 Monaten mehr als 30.600 Todesopfer vermeldet. Rund 72.000 Menschen seien seit dem 7. Oktober verletzt worden. Erneut haben die USA und Jordanien gemeinsam Hilfsgüter über dem Norden des Gazastreifens abgeworfen. Es ist bereits die zweite Luftlieferung seit Samstag. Nach US-Angaben wurden am Dienstag 36.800 Mahlzeiten in der vom Hunger geplagten Region abgeworfen. Bis zu 300.000 PalästinenserInnen halten sich schätzungsweise weiter dort auf. Die Vereinten Nationen warnen, dass etwa ein Viertel der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen hungern. Besonders junge Kinder leiden unter dem Mangel an Lebensmitteln. Mindestens 10 Kinder sind nach UNICEF-Angaben im Norden des Gazastreifens an Dehydrierung und Unterernährung gestorben. Seit Monaten erreichen nur wenige Hilfsgüter die Region.